Es wird eine spannende Reise, aber das seid ihr ja schon gewohnt. Ich bin nicht sicher, ob ich den Spannungsbogen aufrecht halten kann. Wie in einem guten Buch ist nach der Mitte normalerweise der Plot vollständig vorhanden und auf der zweiten Hälfte wird es dann anschließend nur noch in Richtung Auflösung weitergehen. Also hoffe ich, dass ich jetzt nicht schon allzu viel auflöse. Ich stelle mich auch hier so mehr oder weniger hin, dass ihr mich von beiden Seiten seht, ohne den Hals zu verdrehen. Ich habe schon entsprechende Kommentare erhalten. Ich soll nicht immer auf derselben Seite stehen. Tue ich ja gar nicht. Ich bin ja höchst mobil. Ich weiß nicht, ob ich der Überschrift gerecht werde, wenn ich euch jetzt diese folgenden 27 Bilder vorführe. Im eigentlichen Sinne wollte ich etwas zusammenfügen, was ich finde, zusammengehört. Und dazu gehört zunächst mal das Verständnis, was ist anders, was hat sich geändert in unserem Verständnis von Medizin. Heute Morgen haben wir immer wieder zu hören bekommen, dass Medizin nicht auf dem Stand der Wissenschaft ist. Das ist richtig. Es ist mir auch klar, warum das so ist. Der Mensch ist konservativ und der möchte sein Leben und seine Gesundheit nicht irgendeiner neuen Ideologie oder Idee anvertrauen, bevor die nicht wirklich durch und durch sicher ist. Und insofern wundert es mich nicht, dass von dem Erkennen einer Verbesserungsmöglichkeit bis zum Umsetzen in die, wie er so schön sagte, kommerzielle Medizin einige Jahrzehnte vergehen können. Nun haben wir einen Vorteil mit der biologischen Medizin. Wir können Dinge tun, ohne deshalb gleich böse Konsequenzen fürchten zu müssen. Das heißt, theoretisch könnten wir vorsprinten und viele der Erkenntnisse morgen schon in die Tat umsetzen. Und das ist auch immer meine Grundhaltung. Wenn jemand etwas Neues lernt, soll er es auch möglichst so schnell wie möglich umsetzen können. Dies ist eine kleine Übersicht darüber, worauf in unserer westlichen Medizin das Verständnis von Medizin überhaupt aufbaut. Und das ist für mich immer der Anfang irgendwo bei Hippokrates. Und das heißt, der Mann hat damals schon gesagt, natürliche Ursachen und vor allen Dingen Ungleichgewicht der Säfte, der Kräfte. Ich möchte das mal allgemeiner fassen, wenn man sich intensiv mit dem Thema beschäftigt, wird man schnell feststellen, dass das so mit der schwarzen und der gelben Galle nicht alles war, was er gesagt hat, sondern das ist das Wenige, was unsere Medizinstudenten heute zu hören bekommen. Aber diese Idee meines Da Vinci-Männchens in dem Kreis ist natürlich ursprünglich, wenn überhaupt, jemandem dem Hippokrates zuzurechnen. In den Folgenden gab es immer mehr Kräfte, die entdeckt worden sind, bis hin zu heute. Unsere westlichen Quellen aus den Klosterschulen stammen großteils aus Übersetzungen der arabisch-persischen Medizin, die natürlich wiederum Erben des vorhergehenden ägyptischen Imperiums waren. Die ganze Geschichte wird zum ersten Mal klar, als Paracelsus, den wir für den besten Arzt aller Zeiten im Okzident halten, dazu überging, all dieses Wissen zusammenzutragen und seine wesentlichen Theorien zu formulieren, von denen ich euch gestern schon versucht habe klarzumachen, sie sind damals wie heute genauso aktuell. Und er sagte, das Wesentliche sind die Signaturenlehre, die Trierprinzipien und die Natur des Menschen zu erkennen. Hahnemann wisst ihr schon, mit Hahnemann beginnt auch etwas, worauf ich wieder zurückkommen werde, die Idee der Miasmenlehre. Ich habe hoffentlich gestern es geschafft, euch eindrucksvoll klarzumachen, dass nichts anderes als das Erkennen des normalen Erkrankheits- und Gesundungsprozesses bei den unterschiedlichen Typen oder möglichen Klassifikationen von Menschen dahinter stand. Virchow und Pasteur, die beiden leiten im Endeffekt das große Umdenken in der Medizin ein. Gestern noch sprachen wir beim Dinner davon, dass bis 1906 der Großvater Rockefeller noch mit seiner homöopathischen Reiseapotheke unterwegs war, bis er dann bei den Verbänden in Auftrag gab, ein wirtschaftliches System für die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung aufzubauen. Das geschah und ab 1910 wurde dann überall gerade in die Richtung weiterentwickelt, die ihr heute kennt. Es hätte zu dem Zeitpunkt auch in eine andere Richtung gehen können. Dasselbe hat sich in Indien wiederholt nach der Unabhängigkeit, als die Gesundheitsministerin gefragt wurde, was wollen Sie, allopathische Medizin oder homöopathische Medizin? Und da sind dann die Leute losgezogen und haben Befragungen durchgeführt und kamen dann anschließend wieder und meinten, ja, wir sollten die Homöopathie verbieten. Und daraufhin bekamen sie dann die Antwort, warum machen wir es nicht umgekehrt, wir verbieten die Allopathie.
Das heißt, so mutige Menschen, die an anderen Ideen festhalten, sind leider nicht immer überall zu finden. Aber es endete halt in der Organpathologie, Zellpathologie und mit der Ära der Antibiotika endete auch all das. Das Problem ist, dass wir heute in einer ganz anderen rationalen Schleife stecken, aus der viele Menschen nicht herauskommen. Und diese rationelle Schleife, in der wir stecken, ist die Frage, wie viel Gewissheit hat der Mensch? Wenn ihr mich das jetzt so auf der Straße fragt, dann würde ich in schallendes Gelächter ausbrechen, weil mir eigentlich völlig klar ist, Gewissheit haben wir überhaupt keine mehr. Wir leben im Prinzip in einer Welt von zunehmenden Ungewissheiten, aber immer mehr Wahrscheinlichkeiten. Und das hat auch in der Medizin dazu geführt, Variabilität und Statistik oder auch verschiedene Aspekte von Wechselwirkungen immer mehr zu berücksichtigen. Nur hier fängt ja bereits der große, große Riss an. Wenn ich nur noch von Wahrscheinlichkeiten spreche, aber Äpfel, Birnen und Kohlköpfe miteinander vergleiche, dann wird die Sache irgendwann höchst absurd. Und irgendwie hat man das Gefühl, dass wir in der jetzigen Situation in dieser absurden Grenze angekommen sind. Michi hat immer wieder davon gesprochen, dass Materie aus verdichteten Feldern besteht. Niemand hat bis jetzt die Masseteilchen definitiv nachweisen können. Wir haben Felder gefunden, die Masse vermitteln, wenn ich daran erinnern darf. Aber das bedeutet eigentlich nur eines, nämlich, dass alles, was materiell denkbar und erfahrbar ist, wie dieser Tisch, eigentlich aus Energie in zwei Formen besteht, nämlich aus longitudinaler oder eben oszillatorischer Energie, transversal.